Yo! Hallo. Hallo. Willkommen zu einer neuen Fußball-Challenge und heute dreht sich alles um den, man könnte sagen, den Spieler der WM. Ja. Den Youngster der WM. Und zwar Kylian Mbappé. Ich dachte Ben Leno. Mbappé. Benzema? Nein. Mbappé oder nicht? Draxler? Okay, da machen wir Mbappé. Komm. Mbappé. Kylian Mbappé, frisch gekürter Weltmeister. Golden Boy. Frankreich, PSG. Heute stellen wir zwei. Und Moment, 19 Jahre alt. Oh. Was habt ihr mit 19 gemacht? Wir haben alle drrr gemacht, oder? Ich glaube, wir haben brrrr gemacht. Ah, das war der Knöchel. Was kannst du eigentlich? Heute stellen wir zwei Tore von Kylian Mbappé nach. Man muss sagen, der hat sehr viele Tore, aber das sind meistens so rechts, links, unten reingeschoben. Also nichts gegen ihn, Hammer-Player. Der ist einfach effektiv, ne? Ja, die Tore sind nicht so gut zum Nachstellen. Das ist ein Tryhard. Perfekt für mich. Wie immer, für den perfekten Schuss gibt es zwei Punkte. Wenn man trotzdem Tor schießt, auch einen. Ja, Daumen hoch für Mbappé, Leute. Vielleicht drehen wir da mal ein Video mit dem Boy, ne? Auf jeden Fall. Der hat schon angerufen, aber wir haben noch nicht zugesagt. Er macht heute Kamera. Let's go! Ja, Freunde, kommen wir zum ersten Tor von Mbappé. An sich nicht so ein spektakuläres Tor in dem Sinne von, wo er das Netz trifft, aber technisch wirklich Schockgesetz. Das Ding ist, der Ball kommt von hinten noch so und er nimmt ihn seitfallsiermäßig. Aus der Drehung. Das hat schon ein bisschen was von Capoeira. Und dann dieser Jubel. Und dann also boom, durch die Beine. Durch die Beine. Aber das kriegen wir hin, das schaffen wir. Easy. Ich fange an, Freunde, mit dem ersten Mbappé-Schuss. Mal sehen, ob ich dem Ganzen hier gerecht werden kann. Hazel an der Kamera, deswegen wundert euch nicht, wenn die Aufnahmen komplett für den Arsch sind. Lauro bringt den Ball rein und let's go. Was viele von euch nicht wissen ist, Mbappé ist mein Großcousin. Wir haben die gleiche Schusstechnik und ich zeige euch das jetzt mal. Was geht ab, Freunde? Wenn Mbappé Hazels Großcousin ist, hast du gesagt, dann ist der mein Onkel. Einfach mein Onkel, der Junge ist. Macht das Sinn? Ja. Eigentlich nicht. Du kamst auf die Welt, dann hat deine Tante nochmal Gas gegeben. Nee, Onkel hast du gesagt, ne? Boah, die Mutter von deiner Mutter dann. Hä? Ja, aber wie soll ich das komplett durcheinander. Extra Wurst, weil mein rechtes Bein noch kaputt ist, muss ich mit links schießen. Ja! Oh. Torwart ist da. Drei Schüsse, Clean Sheet behalten. Mal gucken, was die neuen Schuhe von den Broteros jetzt bringen. Ich glaube, Lukas hat vorher Auge auf die Schuhe gemacht. Nope. Freunde, hier mit den neuen Nike Phantoms am Start. Ich hoffe mal, dass die mir jetzt Glück bringen werden. Boah, Mbappé, Freunde. Ein Punkt ist da. Ready for action. Ah, schöner ist der von Kylian, das Humle! Was ist mit dir? Weiter Versuch. Zwei haben bereits getroffen, jetzt kommt das dritte Tor. Oh nein! Wow! Da rettet er ihn, dieser Spidey. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Der erste Versuch war nicht so grandiosly, aber jetzt spiele ich ein Mbappé-haftiges Tor. Mbappé und Griezmann, ihr wisst Bescheid. Nice. Und jetzt zum dritten Durchgang, Freunde. Hoffentlich ist hier noch der Perfekte dabei. Aber der Perfekte geht ja eigentlich durch die Beine, ist das Ding. Ich stehe extra so hin. Hier soll ich nie klöten. Wow. Klöten leicht verfehlt, Freunde. Lass die Finger von Döner Kebab. Oh. Heiliger Backfisch, Alter. Sehr abgeklärt. Guck, ein Torwart kommt raus, machst du einfach Lipfe. Mit Bönne. Bönne. Zwei Punkte für Humle. Der war anders. Das kann man nicht besser hinbekommen. Props an den Kollegen Humle. Und ich muss jetzt auch meinen Ehrentreffer machen, weil es sieht ziemlich schlecht für mich aus. Maschallah. Windel Ronaldo ist wieder am Start, Freunde. Nope. Oh. Hat leider nicht geholfen. Zu wenig Winde, Junge. Zwei von drei Leute jetzt mit Ansage. Wie ein Fisch im Netz, dieser Tor. Boah, der geht. Oh. Ja. Oh. Was ein Ding. In den FCD-Gang gibt es nur Herausforderungen. Draußen, was auf der Welt passiert, ist doch Kindergarten. Wenn so eine Mannschaft wie Frankreich schon Weltmeister wird, der Fußball ist tot. Okay. So Leute, nächster Mbappé.
When you try your best, das schau nicht sein, Mann. Pfosten ist doch fresh. So, Freunde, jetzt kommt der zweite raffinierte Schuss. Und zwar diesmal fetzt sich den Lukas weg. Ehrentreffer muss kommen. Schreibt mal Hashtag Ehrentreffer in die Kommentare. Denn ich muss jetzt treffen. Und lasst ein Like da natürlich. Super. Ein Props an alle, die Hashtag Ehrentreffer in die Kommentare geschrieben haben. Danke, Freunde. Donatello jetzt am Start. Wenn ich jetzt treffe, verlose ich meinen Lamborghini. Ich hab ihm gesagt, er geht rein und er ging auch rein. Lambo, 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 Lambo. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, warum ihr diesen Lambo gewinnen wollt. Oder schreibt mal auch in die Kommentare Hashtag Stopp. Was ist mit euch? Stabil. Null Punkte. Ein klassischer Striker. Jetzt aber letzter Schuss für diesen Durchgang und 5 von 4 mache ich. Was? Bist du langsam gerade? Jungs, kommen wir zum zweiten Tor. Schauen wir jetzt mal wirklich, wer der echte Mbappé ist hier. Ich das Tor gegen Borussia Dortmund hier. Gegen wen? Das Schlimme war, ich war sogar im Stadion bei dem Echt? Spiel. Bei welchem Spiel bist du eigentlich im Stadion? Ich weiß, ich bin einfach Reporter. Und let's go. Boah, nass gemacht. Setzt er sich durch. Und dann, zack, eiskalt. Nach rechts oben. Steht einfach am Elferpunkt der Torwart, das hat er sich dabei gedacht. Boom. Boom. Das ist, glaube ich, das einzige Tor von Kilian, was mal oben ins Tor geht. Sonst nur flache Schüsse. Ich habe heute weder Glück beim Schießen noch beim Schnuck. Ich muss wieder anfangen. Aber jetzt rechts oben, das machen wir, Freunde. Sagen wir, wenn der Unterkante Latte und Pfosten reingeht, dann 2 Punkte. Kaum zu toppen, Jungs. Oh mein Gott! Bumle startet jetzt rein wie Kilian und danach kill ich Jan. Was labert ihr mit dem Lächter? Was laberst du? Ich glaube, Unlucky ist mein zweiter Name mittlerweile. Scheint doch nicht so einfach zu. Also Nummer 2 scheint doch nicht so einfach zu sein, dieses Tor, aber mit Betonball ist immer einfach. Backpfeife. Ich habe einen Glitch entdeckt in diesem Zaun, Freunde. Der Ball ist weg. Obwohl ich sehr ungern gegen den BVB treffe, muss ich das Tor jetzt einfach so nachmachen. Beziehungsweise besser als Mbappé. Lego. Oh. Ein echter Mbappé. Das ist Obampé. Ah, ey, verpiss dich jetzt. Bruder, ich verteile die ganze Zeit Stromschläge an die anderen, Mann. Das sind die neuen Phantoms, damit könnt ihr Blitz schießen. Richtig wie ein Sith Lord. Warum sitzt er auf der Bank? Komm, wie telefoniert, Alter. Bruh. Was ist denn mit dem? Ehre Maloko geht ins Tor, der alte Borusse. Aber jetzt diesen Mbappé-Schuss wird er nicht aufhalten können. Ein Punkt. Ganz ehrlich, ich nehme mit, was ich hier kriegen kann, Alter. Tors Tor. Nope. Boah, der war so knapp. Sehen Sie jetzt? Tor. Was passiert hier, Freunde? 12 Sekunden später. Was ist hier so, Alter? Physio Hazel. Tu das weg? Nein. Geht das? Ja. Ja, tu das weg? Nein. Kreuzbandriss, Freunde, das ist vorbei. Karriereende. Kreuzband. Das war's. Das könnte durchaus sein, dass Spidey nie wieder Fußball spielen könnte. Aber vielleicht macht ihr dann Spidey Beauties Channel. Kommt jetzt der nächste Mbappé-Schuss, ja oder nein? Schreibt's mal in die Kommentare. Aber ich glaube, der kommt. Der kommt. Ich spüre das so. Kennt ihr das? So ein Kribbeln, so. Drrr. Alles klar, Digga. Ah, Freunde, was tut man nicht alles fürs Vaterland, beziehungsweise dafür, dass Locken kein Tor schießt? Ich weiß nicht, ob es weitergeht mit diesem Kanal. Nein, Spaß. Boah! Ein Punkt, oder? Mindestens ein. Und mit der Verletzung, dass du weiterspielst, dafür mindestens 10.000 Likes. Jetzt nochmal einen ganz gepflegten Mbappé. Wird da geschrieben eigentlich? M, B und dann P? Das ist ein Donker-Fan. Oh mein
mein Gott! Oh mein Gott! 2 Punkte, Alter. 2? 2. Elektroschock. Oh, schwöre. War echt wieder. Hey, Freunde, der Lukas ist elektrisch geladen. Sag dir mal, der soll mal ein bisschen runterkommen. Was ist los mit dir, Alter? Ich weiß es doch auch nicht. Oi, ganz sicher. Flach, das ist nicht schön. Das ist ja so. Hazel bekommt hier einen Anruf, Freunde. Soll ich dran gehen, ja oder nein? Ja, stimmt jetzt. Assalamu alaikum, das ist Lauro speaking. Nein. Kameramann ist da. In mein Ohr rein. Bye, have a great time. Berührt diesen Lukas niemals. Ich bin Magnetilo. Mit den blonden Haaren. Top ich nochmal das Tor von Mbappé. Alagi. Freunde, keine Ahnung, was mit dem Spidey ist. Ich glaube, das ist seine neue Taktik. Der gibt jeden Elektroshots. Dann sind wir alle schon ein bisschen müde und angeschlagen. Und der gewinnt das Duell. Oh, was ein Mbappé, dieser Junge. Stop it. Get some help. Mbappé muss langsam aufs Klo. Deswegen hauen wir jetzt schnell noch einen rein. Und dann verschwinden wir aufs Stillehörnchen. Geht jetzt nach links. Ihr kennt mich, Freunde. Spidey kann ich schon lang. Boah, der Hazel bekommt hier nur Anrufe. Hallo Mama? Ja, Papa? Auf jeden Fall, Freunde, ich wollte euch nur kurz sagen, jetzt kommt der letzte Schuss, diese Challenge und das letzte Tor. Ole! Er wollte den Skorpion auspacken, aber nicht gegen mich, Freunde, denn ich bin Mbappé. Ich glaube, ja. Mr. Lauro Strikers hat die meisten Tore geschossen. Bei der zweiten Challenge. Das auf jeden Bei Fall. Bei der ersten hast du, glaube ich, die meisten. Nein, auf keinen Fall. Welche Tore sollen wir als nächstes nachstellen? Von welchem Fußballer, Leute? Von Humlé. Vielleicht von Griezmann auf Strikers. Schaut bei Strikers vorbei, bei Humlé, der über den Zaun schießt. Und beim Loco Club, wo vielleicht nach einem Monat wieder ein Video kommt. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Danke, seid die Besten. Schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt nicht sehen wollt. Haut rein, ciao! What?